Heute trainiert er den FC Liverpool in der Premier League, einen der weltweit bekanntesten Clubs mit einer unfassbar großen Tradition. Jürgen Klopp und eine Trainerkarriere, die hier in Mainz begann, überraschend im Februar 2001. War Fasnacht in Mainz und der Verein hat gesagt, ihr geht alle, fahrt alle nach Kreuznach ins Trainingslager, weil wir Aschermittwoch hier gegen Duisburg gespielt haben. So, und dann wäre es halt blöd gewesen, Rosenmontag auf den Umzug zu gehen und mittwochs zu spielen. Deswegen waren wir im Trainingslager in Bad Kreuznach. Und dort ist, ich glaube, Rosenmontag war es, Jürgen Klopp Trainer geworden. Ich habe jetzt eine Idee, wir machen das ohne Trainer, aber ich brauche einen, der auf der Bank sitzt und ein bisschen was erzählt. Was hältst du davon, wenn du das machst? Jetzt habe ich erwartet, er sagt erstmal im Eidl, Fasnacht, es war Rosenmontag, wie viel Alkohol hast du getrunken? Aber das war was ganz anderes. Der hat 3 Sekunden, glaube ich, überlegt und hat gesagt, das mache ich. Bumm. Und das war für mich schon mal so, ich habe einen Trainer. Die eigene Spielerkarriere plötzlich beendet, mitten im Saisonendspurt, mitten im Abstiegskampf. Klopp soll den ersten FSV Mainz 05 vor dem drohenden Abstieg aus der zweiten Liga retten, als Trainer. Es ist ja bekannt, zum damaligen Zeitpunkt standen wir am Abgrund. Das muss man so sagen, sportlich. Und als Jürgen Klopp kam, der hat praktisch alle mitgerissen. Und ich sage immer, Jürgen Klopp hat so eine Überzeugungskraft, der verkauft dem Papst sein Doppelbett. Das ist so. Klopp emotionalisiert mit Erfolg. Hat alle mitgerissen im Verein, ob das jetzt der Ordner war oder ob das Vorstand und auch uns als Team, ja, also die wir da waren, hat er unheimlich motiviert. Und wir alle haben natürlich auch das, wie gesagt, er hat eine unglaubliche Überzeugungskraft. Wir haben alle an das geglaubt, was er auch gesagt hat. Und wir sind mit ihm, hätte er gesagt, lauft über die Kohlen oder wir laufen jetzt durch den brennenden Wald, dann wären wir hinterhergelaufen, weil wir waren so ein verschworener Haufen. Und ich glaube, er hätte sonst was erzählen können. Der komplette Kader wäre hinterhergelaufen. 6 der letzten 7 Spiele werden gewonnen, der Mainzer Absturz in die Drittklassigkeit abgewendet, die Geburtsstunde einer außergewöhnlichen Trainerkarriere. Egal ob es Heim- oder Auswärtsspiel war, wenn du im Hotel deine Mannschaftssitzung gemacht hast, der hat dich so in den Bann gezogen oder mich persönlich so in den Bann gezogen, dass du eigentlich direkt aus dem Hotel eigentlich aufs Spielfeld hättest gehen können, weil du so heiß, so motiviert warst, so genau wusstest, was du zu tun hast eigentlich, vom Anfang bis zum Ende des Spiels. Er hat dich eingestellt wie, ich sag mal, wie eine Marionette, aber positiv und richtig, richtig gut. Ja, also es war überragend. Mainz und Klopp. Insgesamt 7,5 Jahre dauert die Trainerehe. Er führt den Klub erstmals überhaupt in die Bundesliga. Mit ihm gab es dann diesen emotionalen Aufstieg bei Mainz 05. Das Stadion wurde voller. Die Leute, egal wo er hingekommen ist, er war wie ein Messias, muss man sagen. 2008 der nächste Schritt. Borussia Dortmund und Klopp schlägt wieder ein. Und wie? Aus dem am Boden liegenden Traditionsverein macht er wieder einen Spitzenklub. Herr Klopp, was bedeutet diese Meisterschaft für Sie? Es war zu leicht. Das wird gesendet, wenn du so einen Scheiß sagst. Hier, gib's immer wieder. Die machen immer so Geschichts- und Meisterschaften dabei. War kein Problem. Mit der Mannschaft, die du mir hingestellt hast, ganz ehrlich, jetzt jeder gekommen. Ohne Witz, jetzt jeder gekommen. Also ich klicke mich jetzt aus diesem Doppelinterview, weil jetzt wird nur noch gelogen. Und das möchte ich nicht. Das ist nicht gelogen. Ganz ehrlich, mit der Mannschaft könnte jeder. Das ist mein Ernst. Das ist ganz großartig, was du da gemacht hast. Was du da gemacht hast, ist verrückt. Und das Ganze für 45 Millionen. Plus X. Der Ruhrpott-Club und Klopp, eine atemberaubende Kombination und dazu noch eine unfassbar erfolgreiche. Ich glaube, das Selbstbewusstsein der Dortmunder ist wieder zurückgekommen nach der großen Krise in 2004, 2005. Ja. Dann ist durch die Klopp-Zeit hier auch das Selbstbewusstsein gekommen, dass man wieder Meister werden kann und oben mitspielen kann. Und so ist man die Nummer 2 in Deutschland geworden. Er liebt einfach den Fußball und das merkt man ja mit ganzen Emotionen. Das kann man nicht in Worte fassen und ist halt legendär, der Mann. Ich glaube, er hat Dortmund geprägt. Die Fans mögen ihn einfach. Er ist ein sympathischer Mensch und ich finde, er hat die Mannschaft unwahrscheinlich nach vorne gebracht. Der hat die Mannschaft so
ja, die Mannschaft hat durch ihn gelebt. Er hat einfach, sein ganzes Herz war im Verein, im BVB. Und es war einfach, jedes Spiel war atemberaubend. Und auch er selbst hat die Mannschaft immer angefeuert. Er war einfach super. Also, werde ich nie vergessen. Deutscher Meister 2011. Der BVB endgültig wieder wachgeküsst. Ein ganzer Verein liegt einem Trainer zu Füßen. Nur der BVB! Nur der BVB! Nur der BVB! 12 Monate später, der Dortmunder Borsigplatz, wieder Deutschlands Partymeile Nummer 1. Das erste Double der Vereinsgeschichte. Für Klopp der größte Erfolg seiner bisherigen Trainerkarriere. Man muss ja sagen, der Erfolg, wie er es gemacht hat und wie er es heute noch macht, gibt ihm ja absolut recht. Ich glaube, er ist ein Trainer, mit dem man über alles reden kann, mit dem man ganz, ganz viel Blödsinn machen kann. Aber wenn es drauf ankommt, sprich, wenn es entweder auf den Trainingsplatz oder zum Spiel geht, dann ist er knallhart, trifft Entscheidungen, die für manche Spieler natürlich nicht so schön sind. Aber ich glaube, das zeichnet ihn aus, dass er sowohl die Spieler in den Arm nimmt, für die Spieler immer da war, ist, und aber auch harte Entscheidungen fällen muss, kann. Echte Liebe und Jürgen Klopp bis zum Sommer 2015. Klopp verlässt die Borussia auf eigenen Wunsch zum Saisonende und steigt 5 Monate später wieder ins Daily Business ein beim FC Liverpool. I'm a totally normal guy. I'm the normal one, maybe, if you want this. Yeah. Und wird auch dort sofort von den Fans geliebt. Die Ähnlichkeit ist verblüffend, ne? Wen wundert's? Ich glaube, dass er etwas verkörpert, was auch die Fans anspricht. Man sieht es ja auch in Liverpool, egal wo er war, ob in Mainz, ob in Dortmund, egal, er war einer von denen, ist immer noch einer von denen, obwohl er jetzt nicht mehr in Mainz ist oder auch nicht mehr in Dortmund, aber er verkörpert immer noch das Wir-Gefühl. Wir gehören zusammen. Und alles hat hier in Mainz angefangen, überraschend plötzlich vom Spieler zum Trainer. Klar, das hat mein Leben dramatisch verändert, das kann man schon so sagen. Heute trainiert er den FC Liverpool in der Premier League, einen der größten Clubs der Welt.